So, sorry für die Unterbrechung. Musste nur kurz. Und da bin ich in die Mauer gefahren. Ist nur so, dass ich. Oh Mann, ich vergesse es immer anzulegen. Aber okay. Dann weiter mit der schönen Musik. Es ist ein langes Kapitel gewesen. Kommt mir so vor. Ja. Bla 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 Jo, ich werde noch aufnehmen, weil ich gerade Bock habe. Die Karre nehmen wir nicht mehr nach Hause, weil die hässlich ist. Und jo. Naja, ist schon schön, aber nee, danke. Aber die da vorne nehmen wir mit. Die ist schön. Ja, die nehmen wir. Die klonen wir ganz unauffällig. Was? Noch nie einen Clown sehen? Ein Clown. Ein Clown gesehen. Seh doch, wenn die. Ah! Den will ich mal tunen, echt. Natürlich, hier läuft die geile Mucke. Gut, dann gehen wir nach Hause und ich hoffe, es ist nichts. Dann können wir ruhig schlafen. Hier kann man sich nicht eigentlich ausziehen, wie für die weiblichen Zuschauer. Kapitel 11. Ein Freund von uns. Villa Scaletta, 27. Juli 1951. Was? Es klingelt? Keine Ahnung, du bist so ein Dummkopf, du kriegst lieber Besuch, man. Neue Grafik freigeschaltet, Team Hauptmenü nach. Gucken wir erstmal, was das ist. Henry? Oder? Henry! Cool, Mann, Henry ist wieder da! Henry ist back, fucking man. Natürlich, nach fucking Kleidung. Hier, Lederjacke mit Hemd. Wir müssen doch mal einkaufen wieder gehen bald. Hey Hi. Peter, lange nicht gesehen. Stimmt, lange her. Was willst du, Henry? Was trinken? Nehmen wir mein Auto. Wetten, ich fahre? Ich weiß, ich bin cool und mein Garten ist schön. Ja, ich muss fahren, oder? Maler toll. Wie immer. Ja, dass Clementi tot ist, weißt du wohl. Schöne Und die Karre. anderen auch. Hör mal, Vito, ich weiß, dass Falcone was damit zu tun hat. Und ich mache mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch Darf ich auslöscht. die Karre behalten? Was geht mich das an? Ja. Autsch. Also, du wurdest doch eingebunden. Tut mir leid, was dir Clementi angetan hat. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? Der alte Drecksack ist mir doch scheißegal. Ich könnte mir auch vorstellen, für Falcone zu arbeiten. Was heißt, du willst bei uns einsteigen? Ja, und wenn du für ihn arbeitest, dann bin ich das. Könntest du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. John, ich kann für dich bürgen. Danke, Peter. Erstmal gut bei dir. Ich habe schon einiges gut bei dir. Außerdem finde ich so geil gemacht, dass Und? die. Wie läuft's so? Oh. Schon ein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig was. Keine Ahnung, wovon du redest. Komisch. Ein Kumpel von Joe wurde damals auf dem Parkplatz krank gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ihr zwei wärt mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wen meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Mickey, ach, scheiß drauf, irgendwie so. Du meinst Marty? Ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte eine Stimme wie Minnie Maus. Na ja, hab ich noch nicht gehört. Und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so. Ich und Joe waren damals unterwegs, was wir uns mit dem Boss erledigen. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Sicher. Leg dir nächstens eine bessere Tarnung zu als den peinlichen falschen Bart. Den
zwei Idioten waren meilenweit zu entgehen. Könnten wir nicht ein andermal darüber reden? Hm. Oder am besten gar nicht mehr? Ja, schwamm drüber. Hast du deine Arbeit gemacht? Oh mein Gott, oh! Hast du manchmal das Gefühl, dass du in einer anderen Branche besser aufgehoben wärst? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Dies hier ist mein Leben. Das ist, was ich kann. Ja, und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxi. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber wo soll ich hin? Was soll ich machen? Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich war deine letzte Hoffnung, Lee. Danke. Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir, nicht zu Joe? Sieh mal, Joe ist zuverlässig. Aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich verteilt. Du verstehst. Officer, Officer. Ja, mein Schein Strafzettel, chill. Ich hab genug Kohle. Das wird was kosten, Sir. Alle Bullen kommen. Danke, Officer. Tu dir selbst einen Gefallen und lass das in Zukunft. Ja, haut ab, wir können abhauen, die Deppen. Hey, Augen auf! Ja, halt's mal. Also, was ich vorhin sagen wollte, ist... Hey. Hey, Vito. Hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Gut, so. Er war eben noch hier, ist gerade raus. Wird ziemlich angepisst. Das war wohl häufiger in letzter Zeit. Ja, ist das ein Wunder? Hör mal, ich muss was mit dir besprechen. Nur wenn's wichtig ist. Ich hätte im Moment Vinci auftragen. Wir würden was gegen uns im Schädel und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erstmal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich mal. Er will wissen, ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Ich habe mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann. Ja? Wer ist der? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay, okay. Er soll mal vorbeikommen. Tja, ja. Wer gerade hier? Tatsächlich. Eddie, Henry Tomasino. Henry, das ist Eddies Kater. Ja, freut mich, Mr. Kater. Sag nicht, Mr. Kater. Meine Freunde nennen mich Eddie. Dann setz dich, Henry. Also, Vito sagt, du würdest gern für uns arbeiten. Ja, ich hab grad nichts zu tun. Was früher mal war, ist Schnee. Hobbylos. Mit dieser Einstellung. Aber zuerst mal. Hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? Okay. Normalerweise halte ich mich bei sowas ja raus. Aber ich war mal mit Luca Garino bei Leo Galanti. Und Luca erzählte dauernd, Falcone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte. Ich schätze, er wollte Vinci gegen euch aufsetzen. Das ist ein Drecksau. Er wird doch garantiert selbst, aber für den Pass den dauernd wieder drohen. Das ist genau das Vinci, was dagegen. Ich habe mich ganz klar hingesagt. Aus diesem Grund will er uns jetzt erzählen. Wir müssen ihn zuvor. Wieder mal? Hey, wenn wir nicht handeln, handelt Frank. Aber erstmal müssen wir Gelände bezeichnen. Ohne dem ist Frank erledigt. Wie? Ich wollte dich da raushalten, aber mir fiel sonst keiner ein, der seine Nummer durchziehen kann. Jetzt würde ich sagen, das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry mal zu zeigen, was er drauf hat. Scheiße. Was sagst du dazu, Henry? Machst du das? Ja, das heißt, dass ich dann dabei bin? Einverstanden. Seite geliehen. Und was ist mit dir, Vito? Ich würde mich wohler fühlen, wenn du Henry begleiten würdest, damit alles glatt läuft. Heißt ja nicht, dass du selbst Hand anlegen musst. Fahr einfach hin, warte, bis alles erledigt ist und fahr zurück. Aber falls das ein Problem für dich ist, frage ich gern jemand anderen. Nein, Mann. Tut mir leid, Eddie, ich kann das nicht. Vito war im Knast wie ein Vater zu mir. Ja, ich verstehe. Musst du wohl auf Vito verzichten, Henry? Hol dir Hilfe, wenn du willst, aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen. Wir wohnen in Heilbronn. Keine Sorge, wird heute noch erledigt. So, ich hab die Sorge. Nein, Mann! Bis später, Eddie. Wichser, du killst ihn nicht oder ich kill dich! Dass du den hergebracht hast. Selbst wenn das vermasselt hat, keiner uns verdächtigen. Ich glaub nicht, dass Henry es vermasselt. Und so das. Ja, Lieber, das hab ich heute nichts für dich, aber nur morgen. Okay? Bis dann, Eddie. Bis dann. Spaß. Nein, Mann, niemals. Du wirst ihn niemals killen. Das ist unser Vater. Sowas ähnliches.
3000, man. Warne Leo, okay. Und wie? Geh schnell zu Leo Henry. Und zwar mit einer schnellen Karre. Boah, die ist nicht schnell genug. Ja, kommt halt, ihr Bullen, ey. Das ist mir sowas von wurscht. Wir fahren so rum. Ach, komm, stopp, gib stopp. Ja, so. Jetzt. Los. Du kriegst mir niemals, du Wichser. Ey, die ist sogar getunt ein bisschen, glaube ich. Eine Stufe getunt. Leo! Oh, Scheiße! Mann, Alter! Das schafft man doch! Komm! Da war eine schnelle Karre, aber wir können haben jetzt keine Zeit auszusteigen. Das würden wir nie Zeit gut machen. Los, jetzt gib mal Stoff, du scheiß Karre! Oh nein, Mann! Ja, wir fahren links rum. Links rum, los. Los! Das schaffen wir noch! Alter, das ist ganz anders, das Feeling, als in GTA. Kommt doch, ihr Bullen! Da, hier sind die Bremsen nicht so stark, wie in GTA. Los, Vito! Los, Vito! Nein, schneller! Oh, sieht nicht aus, dass wir es schaffen. Haben schon. Es sind wohl nicht hier dieser eine Typ. Wie heißt der? Der scheiß Maler. Greco. Oder, nee, das war aus James von Bloodstone. Kein Plan, wie der Typ heißt. Oh, wird knapp, das wird knapp. Schaffen wir noch. Nicht mehr. Nein! Fuck, Alter! Nur weil ich hier stehen geblieben ist, denn Alter, komm schon, Mann. Ich muss es nochmal machen. Mann, ey, nochmal, ey, ganz toll. Wir brauchen eine schnelle Karre. Oder wir fahren demnächst besser. Ist mir so egal, wie wir die retten. Ich will ihn jetzt nur retten und den Wichser killen. Wohin soll ich denn? Ich kann. Hab gar keine Karre, Mann. Oh lol, Alter! Jetzt am Kotzen so. Ich rufe euch dann, wenn ich